Die Hunsrück-Dörfer, hier zum Beispiel Sabershausen, gehören dem Haustyp nach zur großen Landschaft des quer aufgeschlossenen Einhauses. Diese bäuerliche Hausform vereinigt nebeneinander aufgereiht Wohnung, Scheune mit Tenne und Stallungen unter einem Dach zu einem einheitlichen Baukörper. In ihrer Lage zwischen den Unterkünften für Menschen und Tiere ist die Tenne der zentrale Wirtschaftsraum. Sie diente als Scheuneneinfahrt und als Platz zur Versorgung des Viehs. Ihr Belag besteht aus einem widerstandsfähigen Lehmestrich. Im Sommer spreitet man hier den täglichen Grünfuttervorrat, der sonst leicht stickig würde. Ähnlich werden auch Streu und Winterheu aus dem Bergeraum bereitgelegt. Neben Geräten zur Futterbereitung steht im hinteren Teil meist die Dreschmaschine, denn die Tenne ist vor allem der herkömmliche Dreschplatz. Die kleineren Anwesen der Handwerker und Tagelöhner haben meist nur eine angebaute Scheune außerhalb des Langhauses. In diesem halbbäuerlichen Betrieb mit unbedeutender Viehwirtschaft bildet die Tenne nicht den Mittelpunkt. Vorn am Wagen stehen die Tennplättchen bereit, die beim Herstellen des Lehmestrichs gebraucht werden. Bei dieser Arbeit wollen die beiden soeben eingetroffenen Nachbarn helfen. Früher, als noch mit Flegeln gedroschen wurde, musste man den Estrich erneuern, sobald sich in der Wagenspur Vertiefungen zeigten. Da der Drescherfolg entscheidend vom guten Zustand des Tennbelags abhing, geschah dies in der Regel alle 3 Jahre. Der Lehm wird so hart, dass er mit der Spitzhacke losgebrochen werden muss und in großen Platten zusammenhält. Bei aller Festigkeit bewahrt er jedoch eine gewisse Elastizität. Das sind Eigenschaften, auf die es hier ankommt. Man entfernt den alten Lehm nur in dem vom Wagen zerfahrenen vorderen Teil der Tenne, dem eigentlichen Dreschplatz, der etwa 2/3 der gesamten Fläche ausmacht. Vorn am Scheunentor begrenzt die in Ziegeln gesetzte Schwelle den 15 bis 20 cm tiefen Aushub. Zum Abtransport des ausgebrochenen Estrichs ist der Wagen mit den Kopf- und Seitenbrettern als Hurdenwagen hergerichtet. Fast hätte man die Hebelstange vergessen, die zum Abladen des alten Lehms auf dem Schuttplatz gebraucht wird. Mit dem bereits ausgeleerten Wagen geht die Fahrt nun hinaus in die Flur zur Gemeinde Leimkaul. Sie liegt in den Äckern am Rande der Gemarkung und ist ringsum mit Gesträuch zugewachsen. Hier soll der frische Lehm geholt werden, der im vorausgehenden Herbst ebenfalls in Nachbarschaftshilfe gebrochen worden ist. Den Winter über hat der Frost den Haufen vor der Bruchwand mürbe gemacht und die Frühjahrsluft trocknete ihn aus, sodass er jetzt die rechte Beschaffenheit hat. Wie die Erntewagen muss auch die schwere Lehmfuhre wegen der geringen Tiefe der Scheune rückwärts eingefahren werden. Dazu wird eins der Zugtiere einfach vor das hintere Ende des Langbaums gespannt. Deutlich erkennt man auf der Tenne den ausgehobenen Dreschplatz und den rückwärtigen Teil mit dem alten Estrich. Für das Abladen entfernt man zunächst die beiden Kopfbretter. Dann werden die seitlichen Hurden mit der Hebelstange ausgehoben und auf die Storren gehängt. Nun braucht man den Lehm nur noch herunterzustoßen. Während man für die großen Bauerntennen mindestens 3 Fuhren benötigt, genügt hier ein Wagen voll.
So, raus damit. Der feinkrümelige Rohstoff für den neuen Estrich, der nun in verschiedenen Arbeitsgängen zubereitet werden muss, türmt sich auf der Tennenmitte zu einem großen Haufen. Vor dem Scheunentor hat die Dorfjugend auf diesen Augenblick gewartet. Für sie ist das Tennenmachen ein besonderes Ereignis, das sich früher zwischen Heumat und Ernte alljährlich wiederholte. Nach altem Brauch haben die Kinder hierbei eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Vorerst ist es jedoch noch nicht so weit. Zunächst muss der von Beimengungen völlig freie Lehm verteilt werden. Damit er sich gut einebnen lässt, zerschlägt man sorgfältig die kleinen, lockeren Klumpen. Mit der trockenen Masse füllen die Männer das Gefiert um 1 bis 2 cm höher als das alte Niveau aus. Der fertiggestellte Estrich wird genau die frühere Höhe erreichen. Damit eingedrungenes Regenwasser ablaufen kann, bekommt er zur Schwelle hin ein leichtes Gefälle. Für die weitere Bearbeitung des Lehms wird Wasser benötigt. Um den lockeren Belag festigen zu können, muss er genetzt werden. Mit Gießkannen verteilt man das Wasser sehr behutsam über die ganze Fläche. Dabei kommt es sehr genau auf das rechte Maß an. Nach der Erfahrung der alten Tennplätscher hat der Lehm dann genügend Wasser aufgenommen, wenn er unter den Schuhsohlen anzukleben beginnt. Im folgenden Arbeitsgang muss der Lehm gründlich durchgeknetet werden. Dazu bedient man sich der Fahrkühe, die dies mit ihren paarzähigen Klauen am wirkungsvollsten besorgen. Es ist kennzeichnend für den halbbäuerlichen Betrieb, dass die Fahrkühe von der Frau geführt werden. Losgetretener Stallmist, der zwischen den Klauen haftete, darf nicht eingeknetet werden. Hier werden die Kühe in weiteren und engeren Kreisen einfach auf der Tenne rundgeführt. Man lässt die Kühe so lange durch den Lehm stapfen, bis er ganz zu einer zähteigigen Masse geworden ist. Je intensiver dies geschieht, umso dauerhafter wird später der Estrich. Nun erst kommt die Dorfjugend zu ihrem Recht. Was sie, abgesehen von den bereitgehaltenen Bonbons, anlockt, ist die Gelegenheit zum ausgelassenen Spiel auf der Tenne. Dabei werden die Kinder in herkömmlicher Art von einem erfahrenen Tennplätscher dirigiert. Es kommt darauf an, dass sie den zähen Lehmteig möglichst gründlich mit den bloßen Füßen anstampfen. Den Bewegungsdrang nutzend wird zunächst ein Hüpfreigen aufgeführt. Mehrmals geht es in Schlangenlinien durch alle Winkel der Tenne. Ja.
Bald wird für Abwechslung gesorgt. Die Kinder werden längsseits aufgestellt, sie sollen die Tenne nun in langen Gliedern vorwärts und rückwärts durchspringen. Beim Aufsprung bleiben die Füße geschlossen, damit sie die Lehmdecke mit voller Kraft treffen. Zwischendurch wird der Eifer mit Bonbons angespornt. Früher verteilte man hierbei auch vielfach Murmeln. Einer der Männer steigt nun die Gerüstleiter hoch, um an den Balken über der Tenne die aus Kuhjoch und Zugketten hergerichtete Schwepp- oder Schaukel zu befestigen. Das Schaukeln am Schluss ist die Hauptattraktion des Ganzen. Daher werden alle diese bunten Spiele auf der Tenne als Schweppengehen bezeichnet. Bei der Balgerei um die Reihenfolge bleiben die Kinder in ständiger Bewegung. So hält man die Kinder einen Nachmittag lang in der Scheune fest. Früher gehörte das Treiben auf der Tenne zu den jahreszeitlich festen Spielen. Die Gemeinschaft der 7- bis 14-Jährigen fand sich von Mitte Juli bis Anfang August oft dreimal wöchentlich auf verschiedenen Höfen beim Schweppengehen zusammen. Herkömmlicher Abschluss ist das Durcheinanderwerfen der Schuhe. Auf diese Weise wird die spielmüde Schar noch einmal über die Tenne getrieben. Um den Eltern keinen Anlass zur Beschwerde zu geben, sorgen die Tentplätscher dafür, dass sich niemand mit lehmbeschmierten Beinen auf den Heimweg macht. Jetzt erst beginnen die Männer mit ihrer eigentlichen Arbeit, wozu die Bütte mit Wasser benötigt wird. Sie haben den durchgekneteten und angetretenen Lehm festzuschlagen und schließlich zu glätten. Bonbonpapierchen, die man sorgfältig aufliest, würden die Oberfläche des Estrichs verderben. Als Schlaginstrumente dienen die Tenplätschen, die früher auf jedem Hof zu finden waren. Der abwärts gebogene Stiel macht es möglich, das schwere Buchenholzbrett mit seiner ganzen Schlagfläche kräftig aufzuklatschen. Durch häufiges Eintauchen ins Wasser verhindert man das Ankleben. Die hobelnde Ziehbewegung beim Auftreffen unterstützt die Schlagwirkung. Und so werden die unzähligen Ballenabdrücke der Kinderfüße allmählich eingeebnet. Außerdem verdichten die Plätschen den Belag.
Wo sich größere Mulden zeigen, bringt man feuchten Lehm auf, der sich dem Untergrund beim Anschlagen fest verbindet. Das Lehmplätschen beginnt stets am hinteren Ende der Tenne. Man geht in mehreren Querabschnitten vor, von denen jeder einzelne endgültig glatt gestrichen wird, bevor man den nächsten in Angriff nimmt. So braucht man die fertiggestellten Flächenteile nicht mehr zu betreten. Zum Abziehen oder Glätten benutzt man die Klemmbretter, die früher auch beim Verstreichen des Lehmbewurfs auf der Fachwerkwand gebraucht wurden. Sie sind aus Pappel oder astfreiem Tannenholz und müssen bei der Arbeit ebenfalls wiederholt in Wasser getaucht werden. In ständigem Wechsel zwischen Anschlagen und Glattstreichen wird allmählich das vordere Tennenende erreicht. Es sind geübte Männer, die diese Arbeit ausführen. Wie hier taten sich auch früher in der Regel drei Nachbarn zusammen, die im Dreijahresrhythmus von Hof zu Hof wechselnd einander beim Tennenmachen halfen. Der fertige Estrich läuft am Tor schwellengleich aus. Um ihn dauerhafter zu machen, übergoss man ihn in anderen Landschaften, zum Schluss noch mit Ochsenblut. Bis zum endgültigen Erhärten muss der neue Tennenbelag nur noch 14 Tage lang trocknen. Während dieser Zeit bleibt das Scheunentor geschlossen, um ihn vor Sonnenbestrahlung und vor dem Rissigwerden zu schützen. So hergerichtet wird die Tenne zur Ernte wieder bereitstehen.